supportet eure Leute, supportet Backstage TV, supportet die wunderbare Moderatorin, den Mann hinter der Kamera, Efna Sisi, bleibt euch treu. Was geht ab? Schaut mal, wen ich gerade auf dem Out for Fame Festival getroffen habe. Fahrt, was geht ab? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Bist du gerade angekommen? Genau, wir sind gerade hingekommen beim Out for Fame. Ist ja bei uns zu Hause um die Ecke, es ist nicht so weit für uns. Für uns ist das so 10 Minuten. Deswegen kommen wir auch mit Taxi, weil keiner will fahren, jeder will Spaß haben. Also so weit, so gut. Letztes Jahr warst du ja auch schon da. Yeah. Dieses Jahr sind natürlich auch viele tolle Künstler hier. Wer sind so deine Favorites? Ich finde viele geil. Von den deutschen Künstlern feiere ich alle. Ich finde alle super geil. Und von den Amis so freue ich mich auf Rick Ross, Method Man, Redman, also diese Schiene. Ja, kommen wir zu dir. Du hast ja jetzt die letzten Tage ein bisschen mehr so gepostet auf Facebook. Es ist endlich Freitag. Möchtest du uns was verkünden? Ja, ich habe heute den Trailer zu meinem neuen Album rausgehauen. Kommt am 7.10. raus, heißt bei Fame hört Freundschaft auf. Und wird auf jeden Fall ein geiles Teil. Und ich denke, dann treffen wir uns passend dazu nochmal und reden ausgiebiger zum Album, bestimmt ein paar Zeilen zu einem miteinander. Dann spiele ich dir ein bisschen was vor für deine Zuhörer, für die Zuschauer. Also ich freue mich auf jeden Fall auf das Album und auf das Feedback von den Leuten. Dauert zwar noch ein bisschen, aber wir haben ja dann auch wieder viele Videos geplant, viele Geschichten und das wird schon schön. Sehr geil. Also wenn ihr Bock habt auf ein ausführliches Interview mit Fahrt, schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare. Neuer Track, Happy Birthday, kam ja zu deinem Geburtstag raus. Hast du dir damit irgendwie selber so ein kleines Geburtstagsgeschenk gemacht? Ja, auf jeden Fall. Ich wollte einfach mal so eine Nummer machen, so ein bisschen inspiriert von diesem Song von The Game, wo er mit Busta Rhymes in der Bar sitzt so, und halt so ein bisschen besoffen vor sich herleitet. Und du weißt ja, besoffene Leute sagen immer oft die Wahrheit. Mhm. Und das Ding ist halt einfach, ich habe es ein bisschen verschissen, weil ich keine Pre-Story zu dem Song gemacht habe. Quasi die Leute wurden einfach so ins kalte Wasser geschmissen und haben dann so gedacht, hä, wie rappt der denn auf einmal so? Ist das jetzt ein neuer Style? Aber das sollte nicht mein neuer Style sein, sondern sollte einfach symbolisieren, ey, da ist jemand, der ist betrunken, der hat Geburtstag, hat sich einen reingehauen. Und kennst du das doch, wenn man so manchmal betrunken ist, dann denkt man so ein bisschen über Sachen nach, die man eigentlich vielleicht gar nicht so sieht in Wirklichkeit. Und dann, das sollte das eigentlich widerspiegeln. Aber ich habe es ein bisschen verschissen, weil ich die Pre-Story verkackt habe. Aber nichtsdestotrotz war das Feedback cool. Viele waren der Meinung, dass es mal was anderes ist. Einige waren ein bisschen erschrocken, weil es mal was anderes ist. Im Endeffekt kannst du es aber nicht immer jedem recht machen. Genau. Du musst das machen, worauf du Bock hast. Und ich denke, also aus diesem Standpunkt heraus war das Richtige, mir selber ein Geschenk zu machen, wie du es selber gesagt hast. Glaube ich aber auch. Ich glaube, was Neues ausprobieren ist auch nicht immer schlecht und... Oh, sorry. Ich glaube, was Neues auszuprobieren ist nicht immer schlecht und deswegen finde ich das auch gut, dass du dich getraut hast. Danke. Hast du mich so ein bisschen an Drake erinnert, wenn ich das sagen darf, so vom echt? Style her, von den Haaren her und den Klamotten? Das höre ich das erste Mal. Nein, das glaube ich dir nicht, dass du das habe ich vorher noch nie so gehört. Hat ja ein Fan was geschrieben, du hast es auch gepostet. Warum gibt es dein Lied am Ende nicht auf YouTube? Hast du dazu noch irgendwas zu sagen? Ja, also man versucht natürlich jetzt auch nicht immer, das war böswillig von mir natürlich auch. Ich wollte die Person dann natürlich auch nicht bloßstellen, ich habe nicht ihren Namen oder so gepostet. Aber ich wollte einfach den Leuten mal zeigen, wie verrückt manche Leute sind und dann erwarten, dass jeder Song frei zugänglich auf YouTube ist. Dann können wir irgendwann keine Alben mehr machen, wir Künstler. Dementsprechend supportet eure Leute, supportet Backstage TV, supportet die wunderbare Moderatorin, den Mann hinter der Kamera, Efna Sisi, bleibt euch treu. Dankeschön, wir wünschen dir viel Spaß, wir sind gespannt auf dich später. Danke. Bis bald. Hau rein. Ciao.